Moin moin Freunde und herzlich willkommen. Ja, wieder auf einer neuen Karte. Und es geht weiter, aber es ist eine amerikanische Karte. Und deswegen wird dann nochmal eine ganz andere Nummer. So, ich werde euch jetzt erstmal was zeigen, denn wir haben ja nicht so viel Geld. Ne? Wir haben ja hier tatsächlich kaum Geld. So, ich habe jetzt erstmal hier einen Düngerauftrag angenommen. Der war jetzt nicht so der prickelnde Auftrag. Den nächsten Auftrag wäre das hier, den würde ich mit auch annehmen. Das, ja, das ist auch so ein Auftrag, der ist jetzt nicht so, der ist jetzt nicht so wirklich toll. Der hier ist am besten und der ist direkt vor unserer Haustür. Das heißt, deswegen steht dieser Drescher hier schon, das ist unser eigener, der hier im Fuhrpark dazugehört. Ich habe hier bisschen was gebastelt. Ich habe hier auch schon so ein kleines Regal hingestellt mit für Bienenhonig und alles. So. Ich habe die Trecker ausgetauscht. Wir hatten einen Challenger Raupenfahrzeug, dann noch zwei John Deere auch Raupenfahrzeuge. Wollte ich beide nicht haben. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Dass wir hier genau, da fahren wir da vorne wieder raus. Da müssen wir kurz über das eine Feld hier mit rüber beim Nachbarn. So. Dann parken wir das Ding einfach mal hier kurz. Oh, ich bin so leicht verschnupft. Ich weiß gerade nicht warum. Ich hatte auch einen übelsten Niesanfall gerade. Aber ist nicht so wild. Wir machen trotzdem weiter. So, klappen die ganze Geschichte mal auf hier. Fahren da mal ran. Hängen das Ding an. Klappen das Ding auf. Und dann fangen wir an hier, ne? Das erste Geld zu verdienen. Oh. So. Das erste Geld wird verdient. Somit sind wir angekommen erstmal. Ich lasse mal hier den Helfer ein bisschen mitfahren. Dann schnappen wir uns den LKW. Mit dem Anhängern. So. Mann, was ist denn los hier? So. Dann machen wir die ganze Geschichte mal auf hier. Machen wir die ganze Geschichte aus. Und dann bleibt der hier erstmal stehen. So. Jetzt übernehmen wir den erstmal ein bisschen selber wieder. Ja, es ist eine sehr schöne Karte, ne, mit großen Feldern. Wird auf jeden Fall Spaß machen hier und ich habe so einiges vor. Und ja, ihr habt schon bestimmt gesehen auf dem Thumbnail und auch in der Beschreibung, wie diese Farm heißen wird, also wie das Projekt heißen wird. Ich versuche hier mit den größten Maschinen, die es hier dieses Spiel ermöglicht, zu arbeiten. Feldertechnisch
ist hier einiges sehr groß. Ja, wie gesagt, da müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Und wir müssen uns, wie gesagt, mit Missionen halt ein bisschen was erwirtschaften alles und schauen, dass wir das alles so hinkriegen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich sehe da kein Problem. So, wir lassen hier, ich fahre jetzt mal hier die Strecke einmal hoch. Und dann also mit dem nächsten Geld, also wird das, wenn wir das Feld hier abgeerntet haben, wird das auf jeden Fall das Geld. Damit werden wir uns einen Düngerstreuer kaufen. Dann eben halt Dünger, damit wir die Düngermission machen können. Und damit auch Geld verdienen können. Das ist jetzt so erstmal der Plan. So. Alter, das ist echt langsam hier, das Ding, ne? 6 km fährt der nur. Hm. Ja. Ja, was willst du machen, ne? So, und dann lasse ich die mal hier einmal ganz kurz ein bisschen einfahren. So, ab hier lasse ich ihn erstmal. Steigen wir mal in den hier ein. Achso, ich wollte ja nochmal schauen, wo das hin muss. Ah, okay. Das heißt, wir können in den hier einsteigen. So, Job erstellen. Lieferung, Zuckerfabrik, nein, Getreidemühle. Getreidesilo Ost, da müssen wir hin. So. Und dann lassen wir ihn immer da wieder hinfahren. Und dann passt das. So. Und der wartet jetzt, dass er halt beladen wird. Der hat hier 4 Kammern. Ne? Also pro Anhänger 2. Und damit werden wir halt arbeiten. So, hier haben wir einen Case. Der ist echt lahm, ne? Krass. Cross, cross, cross. Ja, na gut. 80% voll ist er. Es würde natürlich jetzt auch einen Überladewagen Sinn machen. Mal gucken, ob wir einen hier drin haben. Nee, hier haben wir keinen mit drin. Einfach so ein kleiner Überladewagen. Er muss ja jetzt nicht wirklich eine 500.000 kosten. Sowas hier. Na gut, okay, er muss schon ein bisschen was fassen, ne? Ich glaube, wir nehmen einen von den ersten hier. Vorne einfach den hier. Den mieten wir uns. Oh, krass. Dann nehmen wir den mal mit hier. Fahren wir mal zum unser Hof hin.
So, fahren wir mal selber und kümmern hier ein bisschen was von der Karte. Den KI-Verkehr habe ich übrigens ausgemacht, weil sonst bleiben die Trecker, wenn die hier alleine fahren, immer hängen. Das ist nicht so pralle. So. Ja, ich bin auf dem Weg, Leute. Macht keinen Stress, ich bin auf dem Weg, Mensch. Mann, du. So, da wir jetzt keinen KI-Verkehr haben, kann ich einfach hier rausbrettern. So, Feld 25 haben wir auch noch. Gibt das eine Düngeraufgabe? So, und somit haben wir auch gleich die erste Ernte gemacht. Ja, hier kann ich langfahren, das ist gut. Ja, was werden wir hier machen? Wir werden hier, wie gesagt, ein Projekt draus machen mit vier, also wir werden hier einen kompletten Hof noch aufbauen, das heißt, wir werden einige Felder noch kaufen. Wir werden ein bisschen, also wir werden Missionen machen, um Geld zu erwirtschaften, so dass wir so viel, dass wir irgendwann sagen können, wir können davon selber leben, von den ganzen Sachen, die wir machen. So, und das ist halt das Projekt, was ich hier machen will, so ein bisschen, und das in einer richtigen XXL. Oder was habe ich geschrieben? Ich glaube 4x XXL Ausgabe. Das heißt noch mehr Maschinen, noch mehr Drescher und. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, das ist der Plan dahinter. Wollen wir mal gucken, ob wir so ein paar andere YouTuber ein bisschen Konkurrenz machen können. Wäre ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice, wenn das klappen würde. So. Fahre ich mit denen schon mal zum LKW. Ich muss aber vorher in den Drescher umsteigen. Oh, der soll jetzt nämlich die Langbahn fahren. Er hat auch schon ein paar Stunden runter, ne? Muss man ja sagen. So. Soll er hier einmal hoch, jetzt soll er die großen Langbahnen fahren. Mit dem fahre ich jetzt, wie gesagt, nach vorne. Kann das Rohr aufmachen. Weil der kriegt dann nämlich auf jeden Fall ein bisschen mehr runter, wenn er die Langbahn fährt, also meines Erachtens. So, also wie gesagt, nochmal zum Plan. Es soll so laufen, dass hier ein kleiner Produktionspark entsteht, ein Silopark, wo wir unsere ganzen Sachen haben, unser Erntegut und sowas reinpacken können. Ja, und
eben halt so ein kleiner Tier, also ein Tierhof, ne? Also so ein richtiger Park quasi, wo wir dann eben halt unsere ganzen Sachen lagern und unsere ganzen Tiere bewirtschaften. Es wird zu 90% werden es Kühe. Ist einfach so, kann ich euch einfach schon so sagen. Und aber wie gesagt, wir müssen erstmal jetzt erwirtschaften bis zum geht nicht mehr. Können ja nochmal auf unsere Dings hier gehen. Meine Güte. Ich hätte beim dicken Pulli bleiben sollen, obwohl es warm ist. So. Hier habe ich auch noch einen Ernteauftrag. Feld 35. Ich muss mal gucken, ob ich mir eben einen Düngerstreuer mieten kann. Was nehmen wir denn dafür ein? Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier so einen stinknormalen, ne? Und irgendwann können wir so auf groß umsteigen, würde ich sagen. Was nicht genügend Geld. Kann ich den mieten? Kann ich, ja. Aber jetzt wird es aber schwierig hier. Jetzt wird es aber richtig schwierig. Oh Gott. Ich brauche nur zwei. Danke. Hab ich die jetzt gekauft? Egal, dann nehmen wir nur einen. Geht auch nicht. So, anderen Dünger. Mischration. Hier gibt es doch Dünger, oder nicht? Schweinefutter, Streugut. Wahrscheinlich. Es ist doch nicht normal. Flüssigdünger, Mineraldünger. Gibt es hier auch so eine Palette? Hier, Mine. Oh, kostet auch alles so viel. Was stimmt denn mit euch nicht? Ist denn das so teuer? Es ist nicht normal. Okay, warte mal. Gehen wir hier wieder rauf. Lass ich den hier. Gepflegt zum Händler fahren. So, meine Freunde. Das läuft jetzt alles. Boah, der Anhänger ist ja schon fast voll, ey. Was? Die läuft auf. Also, was ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen werde für die anderen Drescher, die wir uns irgendwann mal kaufen. Kriegen alle ein anderes Schneidwerk von der Marke Lizard. Das zeige ich euch mal. Dieses hier. Das ist Wahnsinn. Das hat 18 Meter. Das habe ich ein Klaas Action, ein John Deere X9. Ja, und eben halt ideal halt, ne? Kann hier sämtliche Farben machen und alles, und das ist schon nice. Ist auch ein extra, ja, das sind alles die Dinger, und das ist ja auch nochmal so ein extra Schneidwerkswagen dazu. Vorne ist ein Tank drauf, Benzintank, den können wir auch befüllen, und dann ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Leute. Das ist schon eine geniale Geschichte. Der ist schon fast da, okay. So. Aber wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob wir dann schon pleite sind oder nicht, das sehen wir dann. Aber ich versuche es hinzukriegen, dass wir nicht mehr pleite sind dann.
Weil wie gesagt, wir müssen ja weiter vorankommen. Ich weiß gar nicht, ob die Fruchtzerstörung aus. Ich hatte sie einmal aus. Fruchtzerstörung an. Ich mache sie mal aus, wir gleich einfach durch die Frucht fahren können. Ich meine, klar ist nicht unser Feld, aber Leute, ganz ehrlich, wir sehen, wie gesagt, wir müssen es sehen, als wenn es unsere eigenen Felder sind. So, aber wie es weitergehen wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann wünsche ich euch viel, viel Spaß erstmal. Lasst positive Energie da. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und lasst auf Ehrenbruder-Basis auch gerne ein Abo da. Ist kostenfrei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao.